Herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind jetzt hier wieder im Schloss angekommen, nachdem wir in Hogsmeade einiges erlebt haben und sollen jetzt mit Professor Fig sprechen, der irgendwie Neuigkeiten mit unserem Medaillon entdeckt hat. Suchen wir ihn doch gleich mal in seinem Büro auf. Ja, warte mal, bevor wir starten, ich sehe hinten eine Kiste. Ist dann das hier einfach offen ist? Ich teste mal ganz kurz. Nee, hier gibt's nichts. Okay. Dann beginnen wir mal den Auftrag. Warum saßen wir auf dem Boden? Okay, interessant. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank, sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir. Die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber! Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Sir, zu den Kobolden in Gringotts. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Naja, ja. Also der eine der Wächter in Gringotts hatte ja auch so ein Amulett oder irgendwie so ein Teil der Rüstung, die auch so rot geleuchtet hat. Vielleicht hat Renrock da jemanden ausgetauscht oder nicht alle sind ganz so treu. Sie wollen oder das zuverlässig. Medaillon? Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Ja, ich glaube, es ist dringend notwendig. Und wir haben den Auftrag abgeschlossen, das Geheimnis des Medaillons. Also ich vermute, es wird dringend notwendig sein, dass wir unsere Verteidigungszauber verbessern. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts mehr Interessantes. Außer mal um den Globus zu drehen. Aber sonst haben wir hier nichts. Moment, draußen gibt's einen weiteren Auftrag oder irgendwas ist hier auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Ah, können wir das aufheben. Professor Fig, als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unerfreulichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nigellus Black, Schulleiter. Okay. Sonst hier... Revelio. Auf der Karte ist irgendwie immer noch so ein Zeichen, aber ich glaube, das werden wir von oben nicht... Ah, doch, werden wir auch sehen von hier. Professor Hackett's Aufgabe 1... Okay, ah, da lernen wir Incendio. Aber wo ist Professor Hackett? Sehe ich sie hier nicht oder ist es irgendwie unter uns? Ich vermute, es ist unter uns. Moment, hier oben ist jetzt noch ein...
Ah, das ist der nächste Hauptauftrag, der aber noch wohl gesperrt ist. Zeig das uns irgendwas an. Ich sollte ein andermal wiederkommen. Ah ja, okay. Gut zu wissen. Sehr mystische, sehr magische Musik auf jeden Fall in seinem Büro da oben. Revelio. Sonst gibt es hier aber nichts Interessantes. Und ich habe schon gesehen, es gibt jetzt jede Menge Sidequests, die wir erledigen könnten. Es gibt auf jeden Fall hier, glaube ich, in dem Bereich allein schon 3 Stück. Mal gucken, genau, wir haben hier 3 verschiedene Nebenquests. Die werden wir auch, glaube ich, bald angehen, aber noch ein bisschen werde ich mit der Hauptstory jetzt weitermachen. Damit wir, wie in den letzten Folgen schon erwähnt, so alles freischalten, was man zumindest so freischalten sollte. Weil dann können wir uns, glaube ich, auch ziemlich schön frei rumbewegen und sind nicht eingeschränkt in irgendwelchen Dingen. So, hier sollten wir nach unten laufen. Während uns die klassische Musik aus der Haupthalle begleitet. Tralalala. Was war das hier? Klang irgendwie gerade ein bisschen merkwürdig. Der Hausgeist hat auch schon wieder Spaß. Oder heult. Ich kann es gerade nicht ganz einschätzen, ob der einer heult oder lacht. Ah ja, es ist Peeves, natürlich. Jetzt stehen wir gerade schon am Nebenauftrag. Ja, gucken wir mal ganz kurz. Zenobia Noak. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Es tut mir erstmal leid, das zu hören, aber warum hassen dich eigentlich alle? Tut mir leid, dass die anderen nicht netter waren. Das ist nett. Es gibt hier wohl doch ein paar freundliche Menschen. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Ja, das klingt hervorragend. Ich sag mal, das klingt furchtbar. Ich lasse mich eigentlich nicht gern mit Gestank einsprühen. Nur wenn du verlierst, was mir nie passiert. Oder zumindest nicht oft. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Hätte ich auch gemacht, oder? Ja, ich würde mal sagen, die haben wohl überreagiert. Sind wir wie immer nett. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Also ich vermute mal, das werden wir mit Akio machen können. Das ist aber gemein, die Frage, hast du keine Freunde? Ich frage erstmal, weißt du, wie man sie bekommen kann? Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Mag sich ein bisschen gemein, aber wir fragen sie trotzdem mal. Wir wollen alles herausfinden. Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Naja, ich kann nichts versprechen, aber wir gucken mal, ob wir... Mal sehen, was ich tun kann. Die Scheine fänden werden. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Der Auftrag gestartet, jede Menge Koboldsteine. Die sind auch überall auf der Karte jetzt markiert. Okay, die sind wirklich im ganzen Schloss verteilt. Das können wir auf jeden Fall mal so nebenbei erledigen. Ich möchte mich aber trotzdem dem Hauptauftrag widmen. Ich hoffe, der ist noch weiterhin... Nee, ich glaube, der ist nicht getrackt. Das ist jetzt so. Wo ist denn der? Warte mal. Aufträge. Professor Hackett's Aufgabe. So. Weil dann können wir die Koboldsteine, wenn wir mal irgendwie in der Nähe sind, mitnehmen. Aber ich würde den jetzt nicht hinterherjagen. Ach ja, genau. Hier in den Unterrichtsraum müssen wir natürlich. Und da oben gibt es eine Revelio-Seite. Die gab's im letzten Mal auch schon. Bin mir nicht sicher. Hier, Professor Hackett wollte irgendwas gerade erzählen. Skelett eines schwarzen Hybriden.
Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für die Verteidigung gegen die dunklen Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Hackett an sich genommen hat, nachdem sie während der großen Wilderrazzia von 1878 im Alleingang einen der größten Wildererringe in Ostwales zerschlagen hatte. Zu besprechen. Ja, ich glaube, wir haben auch was zu besprechen. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu, Miss Hackett. Oder Professor, sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut, Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. In der Tat. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Hey, wir sollen 2 Runden gekreuzte Stäbe gewinnen, eine Runde Training in Zauberkombination mit Lucan Brattleby durchführen. Gekreuzte okay, das heißt, Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Dass hier unsere geheime Nebenaufgabe jetzt einfach in die Hauptaufgabe ein bisschen übergegangen ist. Das ist doch ganz praktisch, weil dann können wir gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, einmal hier wieder komplett nach oben und dann schätze ich mal, dass es hier, nee, noch nicht rausgeht. Auf der Brücke waren wir noch nicht. Ich glaube, das ist zum ersten Mal. Gibt aber leider eine Seite hier. Irgendwas hat Pling gemacht. Ich gucke nochmal ganz kurz. Irgendwas? Nee, okay. Schade, auf wenigstens eine fliegende Buchseite oder irgendwas anzutreffen hier draußen. So schön ist es hier. Aber hier gibt es doch bestimmt eine Seite. Revelio. Was? Keine Seite hier? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Irgendwas war ja aber gerade im Rumpflüstern. Geht's denn eigentlich hier hin? Ah. Ein Innenaußenbereich. Hier ist aber schön. Aha, eine Buchseite. Die nehme ich auch noch gleich mal mit. Und wir sind Level 11. Wunderbar. In dem Brunnen gibt es auch bestimmt was. Nö, okay. Schade. Ah, aber ein Flohflammenschein. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Der Kollekhof, würde ich mal sagen, heißt das hier. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück Richtung Auftrag. Aber witzig, wie der geheime Duellierclub von der Professorin gekannt ist. Wort, wie, bla, keine Ahnung. Ah. Ach nö, schade. Schlösser knacken können wir noch nicht. Ich frage mich auch, was mit den Schränken hier auf sich hat. Ich vermute, die werden wir auch noch irgendwie alle öffnen können, weil die sind doch so oft im Schloss platziert. Und so, naja, sag mal, präsent dargestellt. Aber hier gibt's eine Seite. Revelio. Eben gesuchte Toiletten. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meiden, da sie einer von Peeves liebsten Orten für Streiche sein soll. Ist auch abgesperrt, also man kommt auch gar nicht so einfach rein. Aber hier würde man reinkommen. Guck mal ganz kurz, ganz vorsichtig. An sich ist das ja nur die andere Seite, also... Oh ja, eine Brille. Also theoretisch könnte Peeves sich ja auch aufhalten. Und uns Streiche spielen. Gucken wir ganz kurz überall rein. Vielleicht finden wir irgendwo was. Okay, hier hat jemand sich sein Kuchenzimmer eingerichtet. Natürlich, wo auch sonst. Auf der Toilette ist der beste Ort dafür.
Definitiv würde ich das auch so machen. Revelio. Also sonst gibt es hier drin nichts. Nur drüben auf der anderen Seite gäbe es noch eine Kiste, aber da kommen wir noch nicht rein. Ja, aber da drüben gibt es eine Revelio-Seite. Die nehmen wir natürlich gleich mit. Lachlan oder Laklan, der Schlachsige. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan, der Schlachsige, dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß wofür. Ja, das ist doch immer gut. Was hat's mit der Karte hier auf sich? Reparo! Ja, es gibt auf jeden Fall einen Revelio-Zauber. Bleib mir vom Leib. Ach, die zwei schon wieder. Karte von Argyllshire oder Argyllshire, ich hoffe, man spricht es so aus. Auf dieser Karte ist Argyllshire abgebildet, eine Region in Schottland, zu der die Hebriden gehören. Die Heimat des schwarzen Hebridendrachen. Ich schätze, man kann diese Karte hier verschieben. Moment, wir können mit Arkio. Wir können sie irgendwie festhalten. Nee, da oben nicht. Also ich muss schon auf die Karte. Okay, ich muss nah dran stehen. Irgendwie alles super neblig, wenn ich jetzt hier weiter weggehe. Nee, so weiter weglaufen bringt nichts. Was muss ich da oben mitmachen? Levioso. Ah, Moment, vielleicht kann man die zwei Zauber ja kombinieren. Okay, Levioso konnte ich jetzt drauf wirken. Halt. Nee, jetzt kann ich nicht Levioso wirken. Aber Levioso ist anscheinend irgendwie noch weiterhin gewirkt, weil es da so blau schimmert. Und da oben, das Ding ist auf jeden Fall ausgewählt. Ich kann aber nichts damit machen. Ah, warte, ich komme mit Rechtsklick. Aber ich kann nicht nur anvisieren. Ja, ich will rausfinden, was damit geht. Ich kann auch... Ah, Moment, ich habe die ganze Zeit auf die falschen Tasten gedrückt, könnte sein. Halt mal, Levioso! So geht nichts. Lumos! Nee, Lumos würde es ja auch nichts bringen. Akio! Nee, wir haben oben ausgewählt. So. Nee. Also ich kann zwar mit dem Mausklick die Taste irgendwie noch, also die diesen Faden so ein bisschen anheben. Ich müsste wirklich zuhören, was ich damit machen kann. Oder soll. Also vielleicht können wir tatsächlich einfach noch gar nichts damit anfangen. Hier gibt es aber auch keinen Anhaltspunkt, der hier irgendwie passen würde. Ich muss beiseite schieben. Nee. Das ist wie mit diesem einem kleinen Klumpen Dreck, den wir, oder nicht diesen Klumpen Dreck, sondern dieses Papierknäuel, was wir in Hogsmeade gefunden haben. Was hoffentlich nicht irgendwie aus dem Ort rausgerollt ist, falls es doch wichtig wäre. Also ich kann das Ding da oben angreifen. Sieht absolut Protego. Nichts. Nee, Protego bringt natürlich auch definitiv nichts an der Stelle. Kannst du mir irgendwie weiterhelfen? Weißt du, was ich damit machen kann? Und warum ist hier so nebelig? Was ist denn hier los? Revelio. Ja, hier gab es so eine Kiste, die ich gesehen habe. Ja, ich glaube, hier gibt es erstmal soweit nichts mehr. Ich würde mal nach draußen gehen. Okay, da ist gerade irgendwie geladen. Interessant. Ist hier irgendwas? Außer eine wundervolle Aussicht. Ja, eine Schule mit so einer Aussicht wäre ich auch gerne gegangen. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Ah ja, euer geheimer Duellierclub also. Und hier können wir aber das wissen wir schon.
Mit Leviosa uns eine weitere Handbuchseite holen. So, 15 von 25. Tja, in witziger Weise haben wir Hauptaufgabe und Nebenaufgabe hier in einem Schwung. Ja, dann kommen wir nicht ran in die Kiste. Ganz kurz die Seite, das war klar. Da das hier eine Seite sein muss, das ist klar. Die nehmen wir noch ganz schnell mit und dann starten wir auch sofort in den Auftrag. Es tut mir leid, ich bin immer am Rumrennen überall. Brunnen der vier Tierwesen. Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob am Testral, am Greif, an der Chimäre oder am Hippogreif, für jeden in Erfüllung geht, der das Vertrauen eines der vier Tierwesen gewonnen hat. Nicht in den Brunnen reinspringen? Nee. Unsichtbare Alpha-Wand. Da dürfen wir nicht rein. Jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Hallo, Spiel, bitte. Bitte nicht wieder. Hat sich aber wieder gefangen, zum Glück. Kann ich dir helfen? Okay, wir reden mal mit Luke und Brattleby. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ja, ich habe einen ziemlichen Dämpfer verpasst, würde ich mal behaupten. Ich habe wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Natürlich treten wir dem Club bei. Müssen wir jetzt ja auch irgendwie? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du eine Partnerin mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, sehr gerne. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Okay, die Performance macht gerade einen kompletten Abgang. Bitte läuft das jetzt? Genau, durch gelbe Schilde mit Kontrollzaubern wie dem Levitationszauber Levioso. Zielanvisierung erlaubt es dir, Gegner ohne Ziel zu verfolgen. Nutze. Okay. Kriegen wir hoffentlich hin. Confringo! Levioso! Duck. Levioso! Pulso! Okay, ich weiß nicht, warum die Performance jetzt ausgerechnet hier wieder komplett einbricht. Ach, Hogwarts. Bitte, bitte, bitte. Confringo! Levioso! Levioso! Ach, warte, wir können natürlich wieder ein paar Kisten verwenden. Hm. Haben wir noch mehr, was wir werfen können? Jawohl. Confringo! Ach, das war's mit meiner Wette. Descendo! Das ist natürlich richtig schön schade, wenn wir Gegenstände werfen können. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, ich sehe du kommst wieder. Ja, ja, sofort. Also ich sehe gerade, es waren gerade knapp 3200 geskippte Frames. Das könnte sein, dass das Match gerade in YouTube oder auf der Aufnahme ein komplettes Ruckel-Standbild-Fiasko war. In OBS habe ich auf dem Zweitbildschirm gesehen, es ging eigentlich. Es war natürlich sehr ruckelig, aber es war noch nicht so schlimm. Naja. Ich hoffe mal, das war halbwegs erträglich. Und nicht allzu schlimm. Revelio. Okay, hier können wir auch irgendwann irgendwas erledigen. Reparo. Warte mal. Accio. Levioso. Nee, halt, das wollte ich nicht. Revelio. Ja, okay. Es bleibt geschlossen, wir müssen irgendwas anderes mitmachen. Interessant, interessant. Kommen wir denn hier rein? Jawohl. Sehr gut. Einen sattgrünen Hut bekommen wir.
Ich würde mal sagen, wir starten direkt das zweite Duell. Ich hoffe, es hängt nicht wieder so. Warte, was gibt's hier? Ach, nur ein Schloss, okay. Okay, der Raum, ich muss sagen, also es ruckelt leider brutal. Ich gehe mal ganz kurz ins Menü und hoffe mal, dass es aber vielleicht sich gleich wieder fängt. Gehen wir auch so lange ins Inventar. Kann leider nichts dagegen machen. Performance-Probleme sollten ja behoben sein. Waren sie größtenteils auch. Trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Schauen, ob unsere neuen Sachen besser sind. Jawohl. Das ist aber deutlich besser. Der Hut, mal schauen. Auch einiges besser. Und Handschuhe, glaube ich, haben wir schon genau die nächstbesseren. Ah, aber Moment. Ich möchte natürlich weder Hut noch Brille im Erscheinungsbild haben. Und hier hatten wir nämlich auch was anderes. Diese Robe. Ist die hier? Jetzt haben wir diese Schuluniform in verschiedensten Stilen mittlerweile. Ah, einmal offen, einmal zu. Ich würde aber das hier nehmen. Ich finde, das schaut noch mit am besten aus. So, Performance. Naja. Bringen wir es schnell hinter uns. Willkommen zurück. Vielen Dank. Machen wir gleich das zweite Duell. Ich würde die nächste Duellrunde mal starten. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Jawohl. Kannst kaum erwarten. Diesmal alleine. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Achso, wir können auch hier jetzt jemanden auswählen. Ach, dann nehmen wir doch auch Nati. Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Wir gucken, ob sie Bock darauf hat. Oder ob sie einfach reingezwungen wird. Bereit für dein Ende? Ja, bestimmt. Verzeihung im Voraus. Warum sind die zu dritt? Ey. Das ist unfair, die sind zu dritt. Das ist nicht cool. Okay, durchbricht violette Schilde mit Kraftzaubern, wie dem Aufrufezauber Akio. Okay, das wird ein bisschen komplexer, das Ganze. Nein, ich will erst sie in der Mitte treffen. Wir schmeißen natürlich direkt mit Kisten. Wir sollten sich am besten erstmal einen fokussieren, bevor wir uns auf die anderen alle stürzen. Na gut, wenn sie mitten ins Bild rennt, dann nimmt es erstmal wieder ihr an. Ah, Quicktime verpasst. Oh Gott, wir sind fast down. Ich kann fragen, wie trinke ich einen Heiltrank? Oh Gott, stressig. Levioso. Nein, kriegt dann verkackt. Protego. Levioso. Oh Gott, das war sehr super knapp. Oh nein, oh nein. Levioso. Akio. Hier, er ist da hinten, ist irgendwie so ein bisschen stuck zum Glück. Gucken wir jetzt erstmal ihr. Der Protego verkackt. Akio. Die Musik ist aber gerade brutalst laut. Na, Akio? Akio. So. Das war schon ganz schön knapp, muss ich sagen. Stressig. Hui. Bravo! Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Ja, ich habe das Gefühl, die Runden werden... In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Ah ja. Auftrag abgeschlossen, gekreuzte Stäbe, zweite Runde. Also, Hackets Aufgabe haben wir aktualisiert. Können wir jetzt denn mit Sebastian mal reden? Mit ihm können wir aber reden. Du hättest mich ruhig etwas schonen können. Halt, ihr wolltet doch kämpfen. Okay, der Rest hat direkt einen Abgang gemacht. Sind die noch hier? Okay, hallo? Der Raum lädt. Kannst du mit ihm mal noch quatschen? Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Das ist mal ganz schön negativ hier.
Sebastians Auftrag? Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Jupp. Ich guck mal kurz, ob wir hier noch was erledigen können mit dem Auftrag. Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Vielleicht später, als vielleicht nicht so Lust. Vielleicht komme ich später wieder. Wie du meinst. Ich bin hier, wenn du bereit bist. Okay, ich guck mal ganz kurz ins Auftrag, in die Aufträge rein, ob der Nebenauftrag jetzt erledigt ist. Ich glaube nämlich ja. Ja, scheint abgeschlossen, genau. Dann müsste hier gekreuzte TP erste Runde, zweite Runde. Naja, okay, hat es dann praktisch also direkt hintereinander abgeschlossen, das Ganze. Gut, dann haben wir soweit die Nebenaufgabe erledigt. Wir müssen noch eine Runde Training in Zauberkombination mit Luke und Rattleby durchführen. Ist nicht er das? Ah, okay, nur eine Trainingsrunde. Das aber machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, hoffe, dass die Performance hier in diesem Bereich ein bisschen besser hält. Die zweite Zauberrunde hat jetzt gut gehalten. Naja. Es wird, es wird. Dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Ciao.